Guten Morgen, Kim Polowski, Polizeirevier Köln. Was kann ich für Sie tun? Seien Sie still. Hören Sie mir nur zu. Es tut mir so leid, was ich getan habe. Eigentlich war alles gut, aber ich konnte ihr nicht helfen. Ich bin so unendlich traurig darüber. Ich will dafür nicht eingesperrt werden. Wenn Sie mich einsperren, bringe ich mich um. Ach Gott, Sie brauchen sich doch nicht umbringen. Was ist denn passiert? Sind Sie verletzt? Sie verstehen. Bitte beruhigen Sie sich. Ich kann Sie nicht genau verstehen, aber ich bin mir sicher, ich kann Ihnen irgendwie weiterhelfen. Sie sind so nett. Danke, Sie sind bestimmt auch ein netter Kerl. Also, was genau ist passiert? Ich wollte es nicht tun, aber sie hat es einfach angezogen. Dann ich habe sie umgebracht. Was? Wer sind Sie? Was machen Sie an meinem Platz? Herr Kraus, warten Sie mal. Gibt es was Neues von Julia? Gehen Sie mir aus dem Weg. Herr Engels, wir informieren Sie, sobald wir etwas über Ihre Freundin wissen. Aber jetzt haben wir Not. Jeden Tag dieselbe Scheiße. Der Typ nervt. Kann man doch verstehen, der macht sich Sorgen. Der soll drüber nachdenken, was er falsch gemacht hat. Weißt du, tut mir leid, aber seitdem wir an diesem Fall arbeiten, bist du echt anstrengend geworden. Okay, das muss dir auch nicht leid tun, Tina. Ich meine das ernst. Tina, sobald wir den Typen haben, werde ich der netteste und charmanteste Kommissar der ganzen Welt sein. Versprochen. Das will ich sehen. Julia, mach bitte mit. Hör mir zu, wir müssen das machen. Das ist schwer, aber wir haben keine andere Wahl. Okay. Warum sucht uns denn keiner? Natürlich suchen die uns. Dein Freund sucht dich und macht sich Sorgen, okay? Die Polizei sucht uns auch und die werden uns bestimmt bald finden, ganz sicher. Wie sollen die uns denn finden? Wir sind hier weiß Gott wo. Der Typ ist vielleicht krank, aber nicht dumm. Ich wette, der hat uns wochenlang beobachtet und auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Was hat er mit uns vor? Hast du das noch nicht verstanden? Er denkt, wir sind seine Puppen. Wir müssen seinen scheiß Tee trinken und brav dasitzen. Und wenn wir das nicht machen, dann bringt er... Wir müssen das machen, was er sagt, und warten, bis die Polizei uns findet. Es ist scheißegal, ob wir das machen, was er von uns verlangt. Der Typ ist krank. Wir müssen fliehen. Wie willst du das machen? Wenn er hier ist, schließt er die Tür nicht ab. Ja, aber er ist immer davor. Ja, und deshalb werde ich ihn ablenken. Währenddessen schnappst du dir eine Gabel und rammst sie ihm ins Gesicht. Das ist zu gefährlich. Wollt ihr lieber aufgeben und in dem Drecksloch hier sterben? Mit mir zusammenhalten. Dann kommen wir hier raus. Ja,
Wir übernehmen hier. Okay. Guten Tag, mein Name ist Sina Schilling. Haben Sie von diesem Handy aus angerufen? Nein. Okay. Und Sie sagen, das Mädchen lag so da, wie wir es aufgefunden haben. Haben Sie nicht versucht, erste Hilfe zu leisten? Nein. Warum nicht? Weil sie schon tot war. Und ansonsten war niemand im Wald. Nur wilde Tiere. Nur sie, die Leiche und sonst keiner. Ich habe Ihnen die Frage bereits beantwortet. Dann stelle ich dir eine neue Frage. Wo sind die Mädchen, du Arschloch? Bartu, kommst du mal bitte mit raus? Bartu. Was war das denn gerade? Das ist genau das, was ich heute im Auto gemeint habe. Du weißt schon, dass er einen Waffenschein besitzt und... Entschuldigung. Herr Kraus, die angeforderten Akten. Danke. Brauchen Sie sonst noch was? Nee. Wenn, dann sage ich Bescheid. Wir haben keine konkreten Beweise. Die Leiche hatte Stichwunden und keinerlei Fingerabdrücke. Ja, und der Typ hat ein Messer. Da ist aber auch nichts dran. Lies doch mal die Testergebnisse. Tina, guck dir den Typen einfach mal an. Der weicht jeder Frage aus. Der hat auf jeden Fall was damit zu tun. Vielleicht war es falsch, diesen Fall anzunehmen. Ich weiß einfach nicht, ob wir die Richtigen dafür sind. Wer soll den Fall sonst lösen? Vielleicht der alte Schubert? Der Typ findet nicht mal seine eigene Brille. Hör doch auf mit sowas, du hast einiges von ihm gelernt. Ja, das stimmt. Und zwar, dass man nie aufgeben darf. Niemals. Wir lösen den Fall. Und dafür brauche ich dich. Guten Tag, mein Name ist Tina Schilling, das ist mein Kollege Bartu Kraus. Wir sind die leitenden Ermittler in diesem Fall. Wir hätten dann noch ein paar Fragen an Sie, Frau Polowski. Okay, also ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Meine Aussage wurde schon aufgenommen. Das ist richtig, aber Sie hatten einen Serienmörder am Telefon. Da würden wir das gerne nochmal von Ihnen persönlich hören. Okay. Warum sind Sie überhaupt an das Notruftelefon gegangen? Naja, wissen Sie, ich habe gestern Abend den Geburtstag meiner Schwester sehr lange gefeiert und wir haben alle was getrunken und ich war heute Morgen viel zu spät dran. Und naja, ich habe meinen Kaffee verschüttet und ich habe auf dem Tisch einfach die Taschentücher gesehen und nebenbei hat das Telefon permanent geklingelt. Ich bin automatisch rangegangen. Verstehen Sie? Ich habe wirklich gedacht, ich sitze an meinem Platz. Frau Polowski, dieser Fall ist ziemlich ernst. Verstehen Sie das? Ja. Dieser Mann hat unzählige Geißeln bei sich. Und ihr kleines Malheur kann diesem Mädchen das Leben kosten. Verstehen Sie das? Ja, ja. So einen Fehler machen Sie nicht nochmal. Habe ich mich klar ausgedrückt? Frau Polowski, habe ich mich klar ausgedrückt? Ja. Gut. Danke. Schrecklicher Fund am Mittwochnachmittag. Unmittelbar neben der Stadtautobahn im Kölner Stadtteil Meschenich wurde gegen Nachmittag die Leiche einer jungen Frau gefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei soll es sich um ein Gewaltverbrechen handeln. Die junge Frau, die seit mehreren Tagen als vermisst galt, wird derzeit von der Gerichtsmedizin untersucht.
Vor Ort war die Polizei mit mehreren Beamten im Einsatz, um die Fundstelle nach Beweismitteln und der Tatwaffe abzusuchen. Unmittelbar neben der Leiche wurde ein Mobiltelefon sichergestellt. Der Täter wird derzeit noch gesucht. Nähere Hintergründe zur Tat sind bislang noch nicht bekannt. Erst kommende Woche will die Staatsanwaltschaft Köln nähere Details dazu bekannt geben. Und nun die Wettervorhersage für morgen. Herr Kraus, ich muss mit mir reden. Herr Kraus? Ja. Haben Sie einen Termin? Scheiße, Mann, was für ein Termin? Ich muss mit ihm reden. Herr Engels! Warum erzählen Sie mir nichts von dem Fall? Hm? Wo ist das Problem? Suchen Sie meine Freundin überhaupt noch? Natürlich suchen wir Ihre Freundin noch. Aber wie war das eigentlich am Freitagabend? Was? Sie haben doch mit Ihrer Freundin telefoniert, bevor sie entführt wurde, hm? Hey, Marc, kannst du mich bitte abholen? Schatz, ich bin total müde. Das ist doch nicht so weit. Lauf bitte alleine. Aber ich will nicht alleine im Dunkeln nach draußen laufen. Schatz, ich bin wirklich kaputt. Und es sind nur 100 Meter. Bitte lauf alleine. Ja gut, bis gleich. Und dann gab's kein bis gleich mehr. Sie ist alleine gelaufen. Um 3 Uhr nachts. Was glauben Sie, wie lange braucht ein Mörder, um eine Frau zu entführen? Hm? Wie lange? Was soll der Scheiß jetzt? 2 Scheißsekunden braucht er nur. Dann hat er sie schon. Und hinter dieser Tür da, da sitzt du, fauler Sack, und frisst deine Pizza. Wir dürfen deine Freundin jetzt suchen. Das machen wir gerne. Nichts zu danken. Räumen Sie den Scheiß weg. Ja.
ist in der Leitung. Was ist los? Er sagt, er will nur mit Kim sprechen. Ganz ruhig, Frau Polowski. Nochmal. Fragen wie, wer sind Sie, wo sind tabu, okay? Okay. Sie müssen ihn so lange wie möglich in der Leitung behalten. Denn er ruft immer von unterschiedlichen Orten aus an. Immer neuen Handys. Sie schaffen das. Ich hab dir gesagt, du sollst mich nicht anrufen. Arthur, wir müssen reden. Wir haben genug geredet. Ich muss jetzt arbeiten. Arthur, bitte. Verzeih mir. Ich war so dumm. Denk an Tim. Er ist doch noch so klein. Wie willst du es ihm erklären? Daran hättest du denken können, bevor du deine Beine gespreizt hast. Kleiner Mann. Papa muss ganz viel arbeiten. Aber ich vermisse dich. Ich vermisse dich auch. Pass auf, wir gehen am Wochenende zusammen Fußball spielen, okay? Okay, klingt gut. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Wir sind soweit. Und machen Sie sich keine Sorgen. Hauptsache ruhig bleiben und nicht anmerken lassen, dass wir mit dabei sind. Sie müssen ihn so lange wie möglich in der Leitung behalten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Okay. Wenn Ihnen der Fall scheißegal ist, gehen Sie raus, trinken Sie Kaffee! Bartow! Was ist eigentlich los mit dir? Was mit mir los ist? Okay. Ich sag's dir. Da draußen läuft ein Serienmörder rum, der schlachtet ein Mädchen nach dem anderen ab. Wie ein verfickter Metzger. Und wir? Wir sind immer so knapp dran. So scheiße knapp dran, ihn zu erwischen. Was ist mit mir los? Wer ist das? So machen wir jetzt ja keinen Fehler. Klar? Ja. Hallo? Kim. Ja? Kim, sind Sie das? Ja. Lassen Sie mich bitte ausreden. Es war alles perfekt und ich dachte, ich habe alles richtig gemacht. Und da ging es kaputt. Sie haben mich angelogen. Ich kann nichts dafür. Ich habe Jenny verletzt. Es tut mir so leid, aber sie hat es... Können wir Ihnen irgendwie helfen? Ich bin krank. Bitte finden Sie mich, sonst schafft es keiner von uns lebend hier raus. Okay, dann sagen Sie uns bitte, wo Sie sind. Alles wurde gefunden. Schauen wir mal, ein bisschen gleich. Unversehrt, keine Stichwunde. Oh, oh. Wurde ins Krankenhaus verlegt. Das ist die Adresse.
wieder in Ordnung. Schönen guten Tag. Mein Name ist Tina Schilling, das ist mein Kollege Bartok Kraus. Wir sind die leitenden Ermittler in Ihrem Fall. Ich weiß, es ist nicht der beste Zeitpunkt, Frau González, aber wir müssen Ihnen dringend einige Fragen stellen. Wäre das in Ordnung? Kennen Sie diesen Mann? Nein. Können Sie den Mann beschreiben, der Ihnen das angetan hat? Ich kann es versuchen, aber es war alles so dunkel. Er hat uns in einem Haus gefangen gehalten. Wie viele sind noch dort? Noch zwei Mädchen. Können Sie uns das Haus zeigen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich habe nur zerstreute Bilder im Kopf. Wie sind Sie geflohen? Ich habe es irgendwie geschafft zu fliehen. Ich weiß nicht. Ich bin in den Wald gerannt, bis ich keine Kraft mehr hatte. Beschreiben Sie uns das Haus. Ich habe doch gesagt, ich bin einfach nur gerannt. Ich weiß es nicht. Frau González, denken Sie genau nach. Konzentrieren Sie sich. Sie müssen sich an was erinnern. Ich kann mich nicht erinnern und ich will mich auch nicht erinnern. Jetzt reicht's, okay? Okay. Bartu, wir gehen jetzt. Schönen Tag. Bartu? Die Kommissare. Thank you.
Mädchen, das vor 3 Wochen verschwunden ist. Schau dir das mal an. Frau Franzen, Sie können jetzt mitkommen. Warten Sie. Möchten Sie sich setzen? Nein. Gut. Ist das Ihre Tochter Nina, Frau Franzen? Ja. Ja, das ist sie. Mein Beileid. Das war's auch schon. Danke. Kann ich noch was für Sie tun? Könnte ich bitte Ihre Sachen bekommen? Sie hatte nur ein Kleid bei sich. Das hat die Spurensicherung zwar freigegeben, aber glauben Sie mir, das wollen Sie nicht haben. Doch. Bitte geben Sie es mir. Thank you.
Guten Tag. Ich würde gerne dieses Kleid zurückgeben. Brauche ich den Kassenbon? Den habe ich leider nicht mehr. Ich habe das Kleid erst vor ein paar Tagen gekauft. Okay. Sie haben das Kleid nicht vor ein paar Tagen gekauft, sondern schon vor 3 Wochen. Das kann nicht sein. Doch, Sie sind doch Herr Michael Scheuer. Ja. Ja, und Sie haben das Kleid am 12.11. mit Kreditkarte hier bezahlt. Tja, da kann man wohl nichts machen. Idiot. Willst du nicht was essen? Ich habe keinen Hunger. Hey, dir kann jetzt nichts mehr passieren. Gegessen. Das ist nicht gut. Wir wollen doch wieder fit werden. Ich bin nicht hübsch. Ich bin nicht hübsch. Schrecklich. Alles in Ordnung? Ja, danke. Gut.
Magst du mir was aus der Cafeteria holen? Ja, klar. Was möchtest du denn? Ist mir egal. Such mir was aus. Okay. Marc? Es tut mir leid. Warum habt ihr das getan? Es tut mir leid. Ich weiß, es war ein Fehler. Guck sie nicht an! Sie ist kaputt! Ich hab doch alles für euch getan. Ich hab euch sogar Kleider gekauft! Thank you.
habe über das Bild nachgeforscht. Da ist was Interessantes bei rausgekommen. Bato? Julia González hat sich umgebracht. Was? Sie ist heute Morgen aus dem Krankenhausfenster gesprungen. Warum? Was ist mit Marc? Weiß man auch nicht. Aua, Mensch, passen Sie doch auf, sonst machen Sie hier alles kaputt! Wolltest du mir zeigen? Ja, ich habe über das Medaillon nachgeforscht. Das Mädchen auf dem Bild ist Lisa Scheuer. Sie wurde 1988 zusammen mit ihren Schwestern Katharina und Sarah von ihrer Mutter erwürgt. Die Mutter hat danach die Polizei angerufen, hat sich 1000-mal entschuldigt und die ganze Zeit geweint. Als man dann fragte, wer sie sei, hat sie aufgelegt und sich erhängt. Aber da fehlt noch was. Genau. Das hier ist Michael Scheuer, der Sohn. Der Einzige, der die Tat überlebt hat. Michael Scheuer. Du siehst in dem Mädchen deine Schwestern. Hallo? Hier spricht Kim Polowski. Es handelt sich um einen Notfall. Bitte stellen Sie mich sofort zu Frau Schilling durch. Herr Engels, gut, dass Sie da sind. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Herr Engels, die Waffe runter! Sie hat sich umgebracht. Das wissen wir und es tut uns leid. Aber das ist nicht unsere Schuld, das ist Ihnen klar, oder? Dir war alles scheißegal, richtig? Marc, nimm die Scheißwaffe runter. Marc, bitte, hören Sie mir zu. Das, was Sie hier tun, würde Julia niemals wollen. Die Waffe runter. Ich hab sie so geliebt. Ich bin von der Polizei. Ja. Okay. Habt ihr ihn gefasst? Ja. Nein. Ja. Nein.
Meine Kollegen sind unterwegs. Der wird uns umbringen, wenn er dich hier sieht. Wir verlassen einfach ganz leise das Haus. Okay? Sag, du sollst nicht mit Jenny sprechen. Ich habe nicht mit ihr gesprochen. Warum lügst du? Warum müsst ihr alle immer lügen? Warum verfolgen sie mich? Bleib sie still, ich bin von der Polizei. Kim? Ja. Kim, bist du's? Ja. Ich bin hier, um dir zu helfen. Du bist so schön. Der Jäger. Thank you.